Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. 3 Millionen Pflegebedürftige werden in Deutschland zu Hause versorgt. Für die Kranken ist das meistens sehr wichtig, für die Angehörigen auch. Aber diese Pflege kann für die Angehörigen zu Hause auch die Seele sehr belasten. Für solche Angehörigen gibt es die Angehörigenambulanz in der Gerontopsychiatrie am Asklepios Klinikum Nord. Und Dr. Frank Jürgensen ist Leiter der Angehörigenambulanz. Schön, dass Sie Zeit haben mit Dr. Jürgensen. Gerne. Sagen Sie uns, wer genau kann denn da jetzt zu Ihnen kommen? Grundsätzlich ist die Angehörigenambulanz offen für alle Menschen, die mit der Pflege von Angehörigen involviert sind, die hauswirtschaftliche Arbeiten leisten oder direkt bei der Pflege unterstützen oder vielleicht auch nur im Umfeld sind, aber dennoch durch die Pflege vielleicht belastet fühlen. Aha, das heißt, man muss nicht verwandt sein mit dem Pflegebedürftigen. Man kann sozusagen auch eine professionelle Pflegekraft sein? Na, wir fokussieren schon auf persönliche Beziehungen, das heißt Ehepartner, Kinder, Enkelkinder möglicherweise, aber auch Freunde und Bekannte, die zu uns kommen. Und was verstehen Sie unter Pflege? Also es gibt ja die verschiedensten Krankheiten, um die es gehen kann. Es kann um sehr körperliche Pflege gehen, es kann um eine emotionale Pflege gehen. Was ist für Sie jemand, der pflegt? Da haben Sie vollkommen recht. Das Bild sozusagen, was wir von der Pflege haben, ist ja ganz unterschiedlich und eben sehr abhängig auch von der Erkrankung. Wir haben Angehörige von Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Da zeigen sich die Belastungen ganz anders als möglicherweise bei akuten Erkrankungen. Denken Sie an einen Schlaganfall. Muss man denn dann, wenn man zu Ihnen kommen will, also bevor wir gleich noch darüber sprechen, um welche Art Pflegebedürftige es sich handelt, müssen Sie denn dann den Pflegebedürftigen kennen, dass Sie sagen, nur dann kann ich als Angehöriger auch zu Ihnen kommen oder muss das gar nicht sein? Das ist nicht unbedingt erforderlich. Also wir sehen den Pflegenden natürlich auch in einem Kontext und wir betrachten den Pflegenden nicht isoliert, aber wir müssen den Pflegenden, Zupflegenden nicht persönlich kennen. Wir fokussieren auf den Angehörigen. Ja, gut, aber Sie sich sehr wohl vorstellen können, was da zu Hause passiert. Unbedingt. Das ist ja ganz entscheidend und das ist ja auch eben so individuell sehr unterschiedlich, wie die aktuellen Realitäten da eben sind. Nun stehen Sie ja im Zusammenhang mit der Gerontopsychiatrie, sind dort verortet. Geronto heißt ja landläufig immer alt. Geht es denn da dann nur um alte Menschen, also um alte Pflegebedürftige, die ich betreue? Ja, die Angehörigenambulanz hat die Wurzeln in Ochsenzoll in der Gerontopsychiatrie, das ist vollkommen richtig. Aber im Zusammenhang auch mit der klinischen Arbeit melden sich bei uns ja nicht nur die Ehepartner, sondern möglicherweise auch Kinder oder Enkelkinder, Freunde, Bekannte. Das ist ganz vielfältig und insofern ist es nicht gleichbedeutend, dass wir uns nur um ältere Menschen kümmern, sondern auch möglicherweise die Enkelkinder, die Stieftöchter, die sich bei uns melden und durch die Pflege überfordert sind. Ja, überfordert, das ist jetzt für mich ein Stichwort. Also, der Pflegebedürftige, der bei mir zu Hause wäre, welche Krankheiten hätte der so aus Ihrer Erfahrung meistens? Ja, wenn man sich die Statistiken dazu anguckt, dann kann man ganz grob unterscheiden in 3 wesentliche Gruppen. Das eine sind so kognitiv-neurologische Erkrankungen, mit denen wir zu tun haben, auf der anderen Seite körperliche Erkrankungen und die 3. große Gruppe sind sicher Tumorerkrankungen. Ich nehme mal das Beispiel Schlaganfall, was eine Erkrankung ist, die plötzlich und akut auftritt und auf der anderen Seite möglicherweise kognitive Einschränkungen, zum Beispiel bei einer Demenz. Ja, und welche Krankheiten tauchen da noch auf in Ihrer Erfahrung? Demenz, Schlaganfall. Das sind die wesentlichen und Tumorerkrankungen, das sind so die Hauptgruppen. Parkinson wahrscheinlich. Ja, wobei wir auch für diesen Kreis ein Angebot haben, denn wir gucken doch sehr individuell, was sind die Belastungen und schauen nicht so sehr auf die Erkrankung, sondern auf das, was daraus resultiert, die Ohnmacht, die möglicherweise entsteht in so einem Pflegealltag, die Überforderung, die entstehen kann. Diese Überforderung, können Sie uns die näher beschreiben? Also auch die Vielfalt der möglichen Überforderung? Ja, da wäre ich wieder beim Beispiel Schlaganfall. Eine Erkrankung eben von heute auf morgen, den Angehörigen vor ganz neue Realitäten stellt und Herausforderungen zeigt, sozusagen von einem Tag auf den anderen. Mhm. Oder aber auch, wenn Sie an chronische Erkrankungen denken, wie beispielsweise die Demenz, die sich langsam entwickelt und wo natürlich gerade herausfordernde Verhaltensweisen eine Rolle spielen. Und
insofern ist auch der Zugang der Angehörigen ganz unterschiedlicher. Dann ist es ja selbstverständlich, dass wenn mein Partner einen Schlaganfall hat, dass ich die Versorgung mit übernehme, für ihn da bin, ihn vielleicht auch nur zu Arztterminen begleite. Auf der anderen Seite beispielsweise bei einer Demenz, wo ich dann auch sehr stark mit herausfordernden Verhaltensweisen konfrontiert bin. Bemerken Sie bei denen, die zu Ihnen kommen, so bestimmte Denkmuster, von denen Sie sagen, oh, das ist typisch, darüber reden wir jetzt mal, das kann man auch ganz anders sehen? Ja, ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist so das Gefühl von Hilflosigkeit. Und auch, dass sie sich vielleicht irgendwann mal entschieden haben, die Pflege zu übernehmen, dass aber die Pflege natürlich nicht aufhört. Wenn sie ein Kind großziehen oder so, dann wissen sie, nach einer gewissen Zeit komme ich aus der Nummer auch wieder raus. Vielleicht das Kind wird erwachsen, selbstständiger. Das, was ich einmal zugesagt habe, die Hilfe wird aber im Verlauf der Erkrankung häufig noch umfangreicher. Und wenn ich einmal Ja dazu gesagt habe, dann bin ich doch möglicherweise nach ein, zwei Jahren doch mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert. Und so Gefühle von Hilflosigkeit, auch der Frage, werde ich eigentlich der Pflege gerecht? Ich habe ja in der Regel auch ein eigenes Pflegebild, ein Pflichtgefühl, was ich habe. Ich will das natürlich möglichst auch perfekt machen. Das sind dann so Denkmuster, mit denen wir auch zu tun haben. Schuldgefühle eben, das nicht richtig zu machen. Vielleicht aber auch Schamgefühle oder Ekelgefühle, all das kann auftreten. Ja, hat das auch damit zu tun, dass man im Gegensatz zu einem Kind, das man großzieht, auch nicht so ein großes Gehör findet, wenn man dann darüber spricht? Das ist vollkommen richtig. Auf der anderen Seite sprechen wir ja in Deutschland von etwa 5 Millionen Pflegebedürftigen. Mhm. Also ein wirklich großer Teil der Bevölkerung ist auf Pflege angewiesen und man spricht ja in diesem Zusammenhang auch von dem größten Pflegedienst Deutschlands. Was für Symptome merken Sie den Angehörigen an, die zu Ihnen kommen? Wir können ganz grob unterscheiden zwischen körperlichen Symptomen, beispielsweise Schmerzzuständen, oder auch seelischen Symptomen, Niedergeschlagenheit oder Traurigkeit, die eine Rolle spielt, aber auch Wut oder Ärger. Das sind so die beiden großen Gruppen eigentlich. Ja, Wut und Ärger und dann sicherlich auch Scham darüber, wütend und ärgerlich zu sein, ja, über den Pflegebedürftigen natürlich. Kann ich das meinen Nachbarn überhaupt sagen, was mit meiner Mutter los ist und warum sie dieses oder jenes Verhalten an den Tag zeigt? Das ist doch auch ein Stück weit noch tabuisiert, nicht? Ja, und Schmerzen, sind Schmerzen eine, wie soll ich sagen, also Schmerzen werden ja häufig körperlich verstanden, aber Schmerzen sind eben auch Seelenschmerzen, kann man das da so sagen? Ja, das wäre eine gute Überschreibung dazu. Ja. Seelenschmerzen, die dann auftreten oder wo man vielleicht einen Wundenpunkt hat, der aber jetzt durch diese Pflege eine neue Bedeutung und eine Verstärkung erfährt. Ja. Jetzt haben Sie ja eben gerade den Perfektionsgedanken angesprochen und auch Vernunft ist ja auch so ein Begriff, wenn man einen Angehörigen pflegt, dass man sagt, naja, einer muss es ja machen, also am besten mache ich es, ich weiß ja, wie es am besten ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele von diesen Angehörigen sagen, naja, komm jetzt, ich bin nicht mit schwerem Heben beschäftigt, bei meinem Angehörigen geht es um etwas anderes, ich habe das bestimmt gar nicht nötig, dahin zu gehen zu Ihnen. Wo ist das, was sagt mir, dass ich mal mich bei Ihnen melden sollte? Vielleicht genau dieser Gedanke sagt mir dann, dass es an der Zeit ist, mir Hilfe zu suchen und Expertenrat zu suchen an der Stelle. Und allein der Gedanke darüber, mache ich das richtig, kann ich meinen eigenen Interessen noch nachgehen, gibt es vielleicht auch Spannungen am Arbeitsplatz oder ähnliches. Spätestens dann sollte es Zeit sein, sich Expertenrat zu holen. Ja. Ja. Und wenn ich dann zu Ihnen käme, was würde mir dann, wem begegne ich überhaupt bei Ihnen? Ja, zum einen möglicherweise mir, aber auch meinen Kollegen, die sich zusammensetzen aus Psychologen, Psychotherapeuten und Sozialarbeitern. Wir haben aber auch eine Krankenschwester bei uns im Team. Und was passiert dann mit mir? Also angenommen, ich begegne Ihnen und dann sagen Sie, ja, okay, nehmen Sie da mal Platz, Frau Kahler. Und jetzt? Ja, Frau Kahler, nehmen Sie einmal Platz. Und jetzt, wie geht es weiter? Sie müssen sich das in etwa vorstellen wie bei jedem anderen Facharzt auch. Denn bevor wir zu einer Diagnose kommen, sprechen wir mit Ihnen und wollen etwas mehr erfahren über Ihre Situation, über Ihren Pflegealltag. Wir haben also ein diagnostisches Gespräch, in dem wir gemeinsam herausfinden, wo sind eigentlich die individuellen Belastungen und was hat diese Pflege eigentlich für Auswirkungen auf Sie als Menschen? Und
Also angenommen jetzt, ich suche jetzt einen Beispielfall, angenommen, ich würde mich traurig fühlen oder Sie würden diagnostizieren, dass ich traurig auf Sie wirke. Ja. Also ich weiß nicht, ob Sie das dann schon mit einer Depression verbinden würden. Was würden Sie dann für mich tun können? Das eine ist eben, dass wir versuchen, zu einer Diagnose zu kommen. Und das muss nicht beim ersten Gespräch passieren. Manchmal stehen da auch ganz andere organisatorische Dinge im Vordergrund, nämlich wie ist es mir überhaupt möglich, diese Termine wahrzunehmen? Und das müssen wir dann gemeinsam besprechen und überlegen. Also gibt es jemanden, der Sie vertreten kann beispielsweise? Und dann kommen wir zu einer Einschätzung. Und dann würden wir beide vielleicht darüber sprechen, dass ich sage, ich habe schon den Eindruck, dass bei Ihnen eine Depression im Raum steht. Und lassen wir uns doch mal gemeinsam überlegen, was wir da tun können. Dann würden wir Ihnen unterschiedliche Angebote machen. Im Wesentlichen wären das therapeutische Gespräche, indem wir mit Ihnen gemeinsam versuchen, Wege zu finden aus dieser Krise heraus. Wenn ich jetzt sagen würde, also das ist mir alles, geht mir viel zu nah, ich möchte das gar nicht, ich möchte eigentlich nur mal wissen, theoretisch, was ich tun kann. So eine Infostunde, würden Sie die mir auch geben können? Naja, in dem Moment, wo Sie sich damit auseinandergesetzt haben und sich auf den Weg zu uns gemacht haben, geht es ja meistens schon viel weiter. Und dann wird es in der Regel nicht bei der Infostunde bleiben. Aber Sie sprechen da einen wesentlichen anderen Punkt an, nämlich die Frage der Prävention. Und ich denke, da kann man gar nicht früh genug einhaken. Und Pflege ist ja nicht nur etwas sehr Belastendes, sondern kann ja auch was sehr, sehr Schönes sein. Das darf man, glaube ich, bei unserem Gespräch auch nicht vergessen und kann Sie auch sehr bereichern in Ihrem Leben. Aber es gibt eben Situationen, da ist das Gegenteil der Fall, da haben Sie mit schlechter Laune bei dem Pflegen zu tun, vielleicht auch mit Misstrauen und diesen Sachen, und die können doch erheblich belastend sein. Und das würden wir gemeinsam mit Ihnen rausarbeiten, welche Folgen für Sie individuell hat, um dann gemeinsam mit Ihnen, oder das heißt, wir entwickeln einen Therapievorschlag und würden Ihnen den dann mitgeben. Mhm. Gibt es eigentlich diese Ambulanz für Angehörige nur am Standort Ochsenzoll? Das ist gegenwärtig vollkommen richtig. Wir sind am Standort Ochsenzoll und haben dort auch ein Beratungsangebot vor Ort. Ja. Mhm. Wobei ich Ihnen sagen kann, wir haben eine sehr, sehr große Resonanz bekommen auf unser Angebot, was ja noch relativ neu ist, und ein wirklich immenses Feedback, und hoffen, dass wir vielleicht auch dann daraus noch uns weiterentwickeln können. Denn ja, diese Angebote sollten ja jedem zur Verfügung stehen. Und wir sind jetzt im Norden von Hamburg und nicht immer ganz gut zu erreichen. Ja, was mich noch zu der Frage bringt, warum eigentlich ich als Angehöriger nicht zu einem Psychotherapeuten gehe und nicht zu Ihnen. Wo ist der Unterschied? Das ist genau richtig. Und ich würde das mal so erklären, dass wir in unserem gemeinsamen Gespräch dann mit Ihnen überscheiden, ist jetzt die Pflege eigentlich Auslöser oder Grund für ihre Symptome, die sie mir geschildert haben. Und wenn die Pflege nur Auslöser ist und aber möglicherweise dahinter eine tiefer liegende Problematik verborgen ist, dann würden wir gegebenenfalls auch eine Psychotherapie empfehlen. Auf der anderen Seite sind wir sehr spezialisiert auf den Bereich Angehörige. Wir kommen eben aus der Somatik auch. Und wir verstehen viel von der Angehörigenversorgung auch und wie belastend die sein kann. Und wenn wir sagen, gut, wir sehen halt, dass Sie im Übrigen gesund sind und es Ihnen gut geht, dann würden wir Ihnen gemeinsam mit Ihnen mal überlegen, was sind so Dinge, an denen wir gemeinsam arbeiten können. Was muss man vielleicht auch akzeptieren, weil der andere eine körperliche Einschränkung hat. Mhm. Aber da den Fokus darauf zu legen, auf die Dinge, die Sie selber positiv beeinflussen können. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja, gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!